Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Der UFC-Boss Dana White hat an Khabib Nurmagomedov eine deutliche Nachricht gesendet, denn dieser glaubt, dass Khabib auf die harte Tour lernen wird, wie es ist, Kämpfe zu promoten bei seiner eigenen MMA-Organisation Eagle FC, die jetzt auch in den USA durchstarten soll, wo Khabib ja letztens eine Pressekonferenz gegeben hat, wo er sehr, sehr viele interessante Leute dazugeholt hat. Tyron Spong, Kevin Lee und Junior Dos Santos war auch dort am Start, viele, viele andere. Bigfoot Silva soll auch dort kämpfen, also da wird auf jeden Fall einiges zustande kommen, und er möchte natürlich seine Promotion voranbringen, aber es wird trotzdem immer nur ein Sprungbrett für die UFC sein. Also dass die Eagle FC jetzt im kurzen Zeitraum irgendwie so krass hinaus wächst, dass das der UFC irgendwie Konkurrenz machen kann, glaube ich nicht, aber dadurch, dass er die 165 Pfund Division und 175 Pfund Division halt ranbringen wird und einführen wird ins MMA, kann das natürlich sehr, sehr große internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen und viele, viele Kämpfer interessieren. Nurmagomedovs Promotion Eagle FC wird am 28. Januar sein nordamerikanisches Debüt geben, wenn Namen wie Tyron Spong und Sergey Khatinov und Rashad Evans in Miami antreten werden. Und wenn euch das Video gefällt, Freunde, lasst doch unbedingt gerne ein Like und ein Abo da, um mich zu supporten. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde mich wirklich sehr, sehr auf eure Unterstützung freuen, Freunde. Obwohl er nicht vorhat, mit der UFC zu konkurrieren, ist Nurmagomedov ein natürlicher Kämpfer und hat sich in einer Pressekonferenz kürzlich sogar über Dana White so ein bisschen lustig gemacht oder ihn hat einfach ein Message gesendet auf, ja, Freundschaftsbasis, sag ich mal. Denn er sagte, was hält White davon, dass sein ehemaliger Kämpfer jetzt als Promoter auftritt und ihn möglicherweise Konkurrenz macht. Und Dana White hat auch dazu gesagt in einem Interview, ich habe mit Khabib noch gar nicht über seine Promotion geredet. Das sagt er auf der Pressekonferenz gestern Abend nach dem MMA Vegas Event, Freunde. Er wird herausfinden, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen und nicht mehr als Kämpfer, sondern wirklich halt mal hinter den Kulissen, und das wird auf die harte Tour passieren. Es ist nicht so lustig, wie es scheint, Freunde. Es ist wirklich viel Stress, viel Dinge, die einfach nicht so laufen, wie sie laufen sollen, und er wird es lernen auf die harte Tour. Wenn er es noch nicht weiß, wird er es halt dann erst erfahren. Sollte Nurmagomedov Unterstützung oder Hilfe benötigen, wäre White angesichts seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Kampfsport natürlich mehr als bereit, ihm ein paar Tipps zu geben, hat er ja auch gesagt. Der UFC-Chef glaubt jedoch, dass der Eagle die Dinge auf die harte Tour lernen wird und auch lernen muss, um als Promoter einer eigenen MMA-Organisation wachsen zu können, sagt er hier. Wenn er mich anruft und einen Ratschlag haben möchte, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen und ihm diesen geben. Aber ich denke, er wird es auf die harte Tour lernen, sagt er hier. Und ja, Khabib hat auch auf Instagram dann geantwortet, ich lerne immer von dir, Onkel Dana White. Also er respektiert ihn hier auch als riesen Promoter, der ein Milliardenunternehmen auf die Beine gestellt hat, und ja, keiner hat bis jetzt erreicht, was die UFC erreicht hat. Insofern, der Respekt ist da, alles wird freundschaftlich so verbleiben zwischen den beiden, aber ihr müsst mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, Freunde. Was denkt ihr darüber? Ansonsten lasst doch mal unbedingt gerne ein Like und ein Abo da. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.